Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem hoffentlich letzten Game dieser Master-Promo. Sechs Promos sind hier gerade drin, 2.0 LP. Und ich spiele Maokai Midlane. Denn die Gegner sind full AD. Ich habe überlegt, ob ich Sein gehe, aber die Gegner sind tatsächlich zu slippery. Und ich glaube, Maokai ist hier actually insane. Also wirklich richtig gut. Text me after the game, Ubu. Ah, ich freue mich sehr darauf. Also, ich glaube, Maokai ist hier tatsächlich ein insaner Pick. Der Champion ist pretty easy to play. Ich glaube, das Yasuo-Matchup ist gar nicht so mega nice. Ich bin hier für Aftershock gegangen. Wahrscheinlich hätte ich eher Aggressive gehen sollen, weil die Fights sehr lang wären. Kann sein, dass die switchen, ne? Nope. Ich bin für die Tonic Water Variante hier gegangen. Also Time Warp Tonic. Weil ich nicht genau wusste, was ich ansonsten mitnehmen sollte. Nimbus Cloak ist wahrscheinlich noch ziemlich gut, weil wir wieder viel Teleport gehen. Und die Gap closen zu können, ist nun mal mit das Wichtigste auf den Champion. Wie übrigens auf nahezu jeden Tank. Ich kann nicht so wirklich pressuren am Anfang. Das muss ich aber auch gar nicht. Ich habe Tech-Speed dabei, damit ich unter dem Turret vernünftig lasten kann. Den kriege ich nicht, aber ist noch nicht so schlimm. Autsch. Nur weil sein E-Interrupteter. Wahrscheinlich noch länger warten müssen. Nice. Schöner, schöner Roam. Reaction war auch da von mir natürlich dann. Aber das ist auch nicht schwer. Ihre gebührt hier auf jeden Fall. Das ist der Akali für den Roam. Frühe Prior ausnutzen ist so wichtig. Hier resetten. Ich habe ein bisschen Angst, dass er da kommt. Ich könnte jetzt hier für einen Darkseer gehen, einfach um Corrupting Potion noch stärker zu machen. Ich glaube, ich gehe sogar dafür. Einfach nur, um noch mehr Sustain zu haben, weil ich glaube, das würde im Endeffekt das Game entscheiden. Ich will nicht auf die Lane TP'en. Ist er so top ist, ne? Ist er nicht? Ah, ich hätte sechsmal rein tippen können. Schade. Hätte ich tippen müssen. Komme ich so wirklich gegen den damit schon, ne? Okay. Kann ich auf jeden Fall besser spielen, wenn ich den W besser einsetze.
Aber auch so ist es jetzt nicht so schlimm gewesen. Nice try. Geh weg, du Lümmel. Fein. Scheiße. Auf allen der Plays früher bin, ne? Das should be Giga Freeder. Doppler wurde leider einmal solo killed hier, Kali. Hat er eh nicht getötet. Ich gebe wieder meinen TP, also ich TP wieder nicht auf die Wave. Um bei dem in der Lage zu sein, für TP-Plays zu gehen, aber das muss man dann natürlich auch irgendwann machen. Hätte ich Simmuskloak dabei, ne? Das war jetzt irgendwie, also dass ich da den Lee noch gekillt habe, war natürlich super wichtig. Sich einen richtig random Turret gönnt. Rex hat währenddessen ja so gekillt. Aber unsere MF ist 200 AP Master. Kann er nicht. Drink deep of what magic remains. Wahrscheinlich muss ich da Flash engagen. Ich kann einfach nur von A nach B, ne? Ich habe extra früher die Ninja-Tabis geholt, als ich es normalerweise mache, weil ich mir dachte, yo. Wird ein Roam-Match. Ich will das quasi so spielen, wie Dorian B bei der Weltmeisterschaft gespielt hat.
das Exhaust. Nice, das war richtig wichtig, glaube ich, mentally. Und Rek'Sai saugt die ganze Zeit die Ults mega gut auf. Die Waves. Nicht die Ults. Für Ults wird's ein Aufsaugen. Ich bin hier übrigens für Unflinching gegangen. Damit ich für Ninja Tabis gehen kann. TPs raus. Normalerweise würde ich hier fürs Plating gehen, aber ich will eben schnell moven. Das ist halt der Unterschied, Leute, ne? Dass ich, als ich die letzte Master-Promo gespielt habe und auch die davor, dachte ich mir, okay, ich bin nicht derjenige, der den Unterschied ausmachen kann. Jetzt bin ich mega confident darin, dass ich wieder gutes League spiele und kann dann halt auch Champs oder sowas nehmen, was ich halt sonst vielleicht weniger nehmen würde. Einfach, weil ich selber daran glaube. Gut zu sein. Nicht gut in Kenny Minions lastet, ne? That's not gonna lie. Lass mich fighten, Bro. Ich bin ein Tank, ne? Das hast du aber mitbekommen. Wichtig. Wichtig. Was ist? Einzige, wie wir verlieren können, ist ja Kalität. Das heißt, hier scheiße ich einfach auf einen vernünftigen TP und gehe einfach dafür, dass sofort klar ist, ich tank den Turm. Trotzdem natürlich ein Overkill. Gott, der macht jetzt, was sie will. Komplett außer Rand und Band.
I guess we fucking did it. Ah, nice. Ich glaube, das ist es, meine Damen und Herren. Es wirkt so, als wäre das tatsächlich die scheiß Masterprobe, die wir bräuchten. We did it, man! Mau kein Mittler, meine Damen und Herren. We fucking won it. Die Master Promo ist im Kasten. Es wird nicht das längste Format, was jemals auf meinem Zweitkanal gab. Oder vielleicht doch, wer weiß. Oh Gott in Namen. Oh Gott in Namen. Dass nicht auch zu spielen, ist natürlich auch merkwürdig, aber ich habe heute eben den freien Tag und wollte noch den Win mitnehmen. Sehr, 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 sehr nice. GG an Yrexai. Mit fucking Mau kein Mittler. We fucking did it again, meine Damen und Herren. Es wirkt so, als wären wir diesmal gekommen, um zu bleiben. Weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich spiele besseres League als das letzte Mal, als ich Master gehittet hat. Und das ist doch die Hauptsache. Kein Damage, aber dafür war ich auch nicht da. GGWP, Leute. GG.